Hallo und herzlich willkommen in Claudias Küchenexpress. Heute mache ich etwas aus der Kategorie Dessert und ich habe noch von der Weihnachtsbäckerei Sachen übrig, wie zum Beispiel Haselnüsse, Pistazien, Mandarinen. Und dann habe ich gesagt, ich hätte Lust auf ein Dessert und mache heute mit euch eine fruchtige Haselnuss-Pistaziencreme. Was wir dafür brauchen, zeige ich euch jetzt. Wir brauchen 500 Gramm Milch, ein Eigelb, 60 Gramm Zucker, 55 Gramm gemahlene Haselnüsse. Ich hatte jetzt noch gemahlene da, ansonsten könnt ihr auch die Haselnüsse 10 Sekunden auf Stufe 8 mahlen, wenn ihr ganze habt. Ihr braucht 50 Gramm Stärke. Zwei Dosen Mandarinen, wobei ich eine Dose Mandarinen bereits auf vier Schälchen verteilt habe. Und ihr braucht 60 Gramm Pistazien. Als erstes wollen wir die Pistazien zerkleinern. Und zwar 3 Sekunden. Auf der Stufe 5. So sieht's aus. Also sie sind noch relativ grob. Und ich hole mir jetzt 2 Esslöffel von diesen ganz grob zerkleinerten. Hole ich mir raus und stelle sie mir zur Seite, weil die brauche ich nachher zur Dekoration. Und die restlichen Pistazien zerkleinere ich dann 8 Sekunden auf der Stufe 10. So sieht's aus. Der ist super fein gemahlen und das Ganze füllen wir uns jetzt um in eine kleine Schüssel. Stellen uns das zur Seite, geben jetzt die 500 Gramm Milch rein, das Eigelb, den Zucker, die Haselnüsse und die 50 Gramm Stärke. Setzen den Mixtopf mit dem Messbecher auf. Da habe ich eine Schweinerei gemacht. So. Dann gehen wir auf die Andickfunktion. Stellen es auf 100 Grad ein und lassen es andicken. Das ist jetzt für den TM6. So mache ich den Nusspudding immer. Wenn ihr ein TM5 habt, ich habe es selber nicht ausprobiert, das müsstet ihr mal ausprobieren, dann stellt ihr einfach mal 9 Minuten ein, 70 Grad und die Stufe 3. Also ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber ich habe es halt so geschätzt, müsstet ihr ausprobieren. Das Rezept, wie gesagt, ich habe den TM6 und da ist diese Andickfunktion einfach nur genial, weil die dickt es so lange an und hört automatisch auf. Sie erkennt halt, wenn es fertig ist. So, er ist fertig. Und wenn ihr seht, schaut mal, das ist die Konsistenz von der Creme. Das lasse ich jetzt noch 5 bis 10 Minuten offen ein wenig abkühlen und rühre zwischendurch immer ein wenig um.
Jetzt kommen noch die Pistazien dazu. Und das verrühre ich sanft. Na, was mache ich denn? Ich muss aus der Funktion raus. Genau. So. Das verrühre ich jetzt 15 Sekunden. Sanft auf Stufe 3. Die Pistazien, die noch so ein bisschen am Rand hängen, die mische ich gerade noch unter. Jetzt schmecke ich es mal kurz ab. Mmh. Hammer! Wirklich total lecker! Und dann verteile ich das jetzt auf meine Schälchen. Dann verteile ich halt noch die anderen Mandarinen, hole ich mir die schönsten raus und dekoriere damit die Pistaziencreme. Voilà. So. Und dann kommen noch die Pistazien, die wir uns zuerst zur Seite gelegt haben. Wunderbar. So, ihr Lieben, so sieht's aus, wenn es fertig ist. Genießt euer Dessert. Wie gesagt, es muss noch 2 Stunden in den Kühlschrank. Am besten macht ihr dann Klarsichtfolie drüber, damit die Haselnuss-Pistaziencreme nicht so eine feste Haut zieht. Und dann könnt ihr es im Kühlschrank lassen, ordentlich abkühlen für 2 Stunden und servieren. Es ist auch ein ganz tolles Dessert, was ihr euch machen könnt am Tag vorher schon. Wenn ihr wisst, morgen kriege ich Gäste und ich will einfach nicht den ganzen Morgen in der Küche stehen, dann kann man das auch schon wunderbar am Vortag zubereiten. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne mir ein Like dalassen, ein Abo, den Kanal abonnieren und auf die Glocke drücken. Dann bekommt ihr immer wieder eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Upload mache. Ich poste regelmäßig Montag, Mittwoch und Freitags. Ich hoffe, es macht euch Spaß, mit mir zusammen zu kochen und wünsche euch noch einen fantastischen Tag. Bis dann. Ciao, eure Claudia.